So, Umlaufdauer ist eine Sekunde, Frequenz ist ein Sekundestel. Ja, das bedeutet, ja, du weißt, was das bedeutet. Also, er braucht eine Sekunde, einen Umlaufdauer zu machen. Und umgekehrt. Ja. So, und dann hier die Bahngeschwindigkeit. Ja. So, kleine Nebenbemerkung: Umrechnung von Radius. Das ist, Zentimeter, Leute. Wir kennen Zentimeter nicht, ja, in unserem Offizieren. Das habe ich schon tausendmal gesagt, ja. Das ist, wir rechnen es um in Meter. Und das ist nicht so schwer, die Umrechnung. Das ist 32 Zentimeter, ist 0,32 Meter. Eine Kleinigkeit. Ja, so. Und setzen wir einfach nur rein. Also 2 mal Pi mal 0,32 durch 1. Naja, also schwer ist es aber nicht. Gut, also. So. Also jetzt darfst du, mal deine Taschenrechner benutzen. Ne? So, also 2 mal, zum Beispiel an dem Ding gibt es kein Pi, das ist egal. Also dann machen wir 2 mal 3,14 mal 0,32. So. 2. 2. Reicht. Ungefähr. 2. Es ist hier eine Sekunde. Das ist hier Meter. 2 Meter pro Sekunde. So, okay. Was bedeutet das? Dass dieser Punkt, ja, läuft 2 Meter in einer Sekunde. Beziehungsweise, da, also wenn ich jetzt das umgedreht hätte und bin so gefahren, dann wäre das bedeuten, dass meine Geschwindigkeit ist 2 Meter pro Sekunde. In einer Sekunde gehe ich 2 Meter nach vorne. So. Und das wäre die Sache gewesen. Ja? Also wenn irgendwelche Bruchzahlen bekommen hat oder 0,98 oder 2,14 oder sowas, passt alles, ja, weil dann hast du ein bisschen so anders gerundet und anders gerechnet. Ja. So, okay, und damit es ist für anderen oder einige nicht so langweilig wird, zwei kleine Aufgaben. Damit wir mal ein bisschen schon noch was mal machen. Ja. Okay. So. Nehmen wir eine ganz einfache Kreisbewegung. Ja, okay? Ganz einfach. So, Aufgabe 1. Ja, so. Nehmen wir mal die Sonne. Ja? Das ist die Sonne. Sonne. Ja? Nehmen wir die Sonne und nehmen wir an, dass die Sonne hat einen Mittelpunkt. Ja? So. Und nehmen wir an, so, das ist die Kreislaufbahn der Erde. Also wir machen die Annahme, dass die Erde auf einer Kreislaufbahn, so, hier, 365 Tage, also es dauert eben ein Umlauf 365 Tage. Ja? Die Frage ist, mit welcher Geschwindigkeit tut er das? Ja? Also hier hat er eine Bahngeschwindigkeit. Ich verrate dir nicht, was sagen. Wir machen diese Annahme, dass alles ist so Punkt.
dass die Sonne hat keine so, ist ein Punkt, Erde ist auch ein Punkt, ja? Und dann brauchst du irgendwie, so, ich sage jetzt nicht, was es ist, was, ja, okay, du weißt. Auf, Gabe, Zeit, so, jetzt hast du die Erde, ja, gut, jetzt hast du hier den Äquator, ja, der Äquator. Also wir befinden uns jetzt nicht hier in Berlin, sondern da irgendwo. Ja, so hier. Und du stehst hier dann. Aber du hast eine Umlaufbahn von 24 Stunden. Ja, das ist nicht mit großem S, habe ich schon gesagt, abgekürzt. Ja. In einem Hour kommt es auf Englisch. Also in 24 Stunden machst du eine Kreisbewegung. Okay? So, jetzt ist wieder, was ist deine? Bahngeschwindigkeit. Da, ja, so. Damit du ein bisschen so ein Gefühl hast, wenn du glaubst, dass du hier oder zu Hause bei einem Schreibtisch sitzt, mit welcher Geschwindigkeit du dich bewegst, wenn du das Gefühl hast, du bist im Ruhezustand. Ja? Auf diesen Kreislaufbahnen. Gut. Jetzt unabhängig voneinander betrachtet. Ja? Also ich, okay, das weiß ich, dass schon einige strampeln schon, naja, okay, man kann diese zwei Bewegungen zusammen tun, aber lassen wir das erstmal, behandeln wir das erstmal zu. Ja, gut. Okay, meine Lieben? So, also, bis zum nächsten Mal. Und ich bin wahnsinnig neugierig drauf, was ihr mir Montag, spätestens 16 Uhr, hier abgibt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, okay.